Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck. Heute geht es um Omise Go. Ich werde in diesem Video euch so einfach wie möglich erklären, was überhaupt das Omise Go Projekt ist, wer hinter diesem Projekt steht, was das Token, das OMG Token ist und was der aktuelle Stand bei Omise Go ist. Viel Spaß dabei! Ja, fangen wir zunächst einmal damit an, was Omise Go überhaupt ist und viel wichtiger, wer hinter diesem Projekt überhaupt steht. Im Hintergrund seht ihr die Homepage von Omise. Omise ist ein Unternehmen, das Zahlungsverkehr in Asien abwickelt, ähnlich wie Stripe. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Lösungsansätze für E-Commerce. Vor allem in der Region Südostasien ist so ein Unternehmen zwingend notwendig, da Länder wie Thailand, Indonesien und Singapur, Malaysia, Philippinen, Vietnam und all diese kleinen armen Länder, die eigenen Banksysteme nicht optimal ausgelegt sind. Zwischen den einzelnen Institutionen in diesen Ländern ist es halt schwierig, einen ordentlichen Zahlungsverkehr zu gewährleisten. An dieser Stelle tritt dann Omise ein und versucht, diese Probleme zu bewältigen. Omise hat in Thailand angefangen und ist dann in Japan, Singapur, Malaysia und in Indonesien expandiert. Und der nächste Schritt jetzt für Omise und für Omise Go ist es zu versuchen, etwas aufzubauen, das zum einen Finanzdienstleistungen und zum anderen die Technologie der Blockchain vereint. Sie wollen ihre eigene Blockchain erstellen und eine dezentrale Exchange aufbauen. Darüber hinaus, hier sind ein paar Eigenschaften und Funktionen, die das Omise Go Blockchain Projekt überhaupt besitzen soll. Es soll zum Beispiel Liquiditätsgebermechanismen besitzen und Nachrichtenübermittlungen ermöglichen. Diese ganzen Sachen sind in einem Projekt vereint, deshalb ist es schwierig zu beschreiben, was Omise Go im Einzelnen macht, weil es halt so viele Funktionen hat. Das Hauptziel ist es auf jeden Fall aber, die Übertragung von Vermögenswerten zu ermöglichen. Kryptowährungen haben es ermöglicht, diese Werte einfacher und schneller von A nach B zu transferieren. Dadurch sind Transaktionen zwischen zwei Parteien möglich, ohne eine Autorität, die diese Transaktion überprüft. Stattdessen kann diese Überprüfung durch Algorithmen geschehen, was die Dezentralität ermöglicht. Omise Go versucht zudem durch E-Wallets den Menschen in Südostasien eine Möglichkeit zu geben, das Banking zu nutzen, da in diesen Regionen viele Menschen keinen Zugang zu Bankkonten haben. Das kann zum einen daran liegen, dass viele Menschen gar kein Vertrauen in diese Banksysteme haben in diesen armen Ländern. Zum anderen gibt es auch einfach keinen Zugang, wenn es einfach nicht die Möglichkeit dafür gibt, ein Bankkonto zu erstellen, ist halt das Omise Go Projekt natürlich sehr hilfreich dafür. Das ist vor allem in diesen Ländern, in dieser Region gibt es halt keine standardisierten Transfermöglichkeiten für Währungen. Wenn zum Beispiel jemand aus Indonesien kommt und arbeitet in Thailand für irgendeine Sache, für irgendeine Saison, keine Ahnung, und will halt Geld nach Hause transferiert haben, dann ist es halt meistens so, dass über die traditionellen Finanzsysteme sehr, sehr hohe Transaktionsgebühren entstehen und da schon ein großer Teil des Lohns zum Beispiel schon flöten geht. Und da hilft auf jeden Fall Omise Go vor allem mit sehr geringen Transaktionskosten und vor allem auch schnellen Transaktionen halt da einen Vorteil für die Menschen zu schaffen. Durch Omise Go können dann halt in diesen ärmeren Ländern Transaktionen zwischen den Ländern vor allem sehr einfach abgewickelt werden. Wichtig ist zu wissen, dass Omise Go andere Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum und andere auch akzeptiert. Wichtig zu wissen ist, dass Omise Go immer noch im Frühstadium ist und dass viele Sachen noch im Aufbau sind. Zum Beispiel das OMG-Token basiert auf Ethereum, also ist ein ERC-20-Token. Das soll halt geändert werden, wenn die eigene Blockchain dann halt steht. Dann soll ein eigener Token erstellt werden, der auf der eigenen Blockchain läuft. Das soll ein Proof-of-Stake-Token dann werden. Also ist auf jeden Fall noch ein sehr frühes Konzept. Es ist auf jeden Fall sehr ambitioniert. Allerdings muss man halt abwarten, ob alle Pläne von Omise aufgehen und die Funktionen, die sie planen, wirklich funktionieren. Darüber hinaus wird es sehr starke Konkurrenz für Omise Go geben. Daher bleibt es auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie sich das Projekt im Laufe der Zeit schlägt.
Es gab aber auch schon sehr gute Kooperationen und Partnerschaften, zum Beispiel McDonald's Thailand benutzt die Systeme von Omise, was ein sehr gutes Zeichen dafür ist, dass das Projekt an sich und das Team vor allem sehr gute Arbeit leistet. So, jetzt kommen wir mal zum Token an sich. Der Token ist im Moment bei 15 Dollar. Es gibt insgesamt 102 Millionen Token, die im Umlauf sind. Total Supply ist bei 140 Millionen. Das Market Cap liegt bei 1,5 Milliarden US-Dollar. Also ist schon auf jeden Fall ein sehr großes Projekt. Auf Rang 24 hält sich im Moment OmiseGo. Und wenn man sich das Projekt mal hier anschaut, es ist handelbar seit dem 14. Juli, also seit knapp einem Jahr, vielleicht ein bisschen weniger, hat ungefähr bei 50 Cent angefangen. Also wir sehen hier, dass es sich verdreißigfacht hat in der Zeit. Das Allzeithoch liegt hier über bei über 20 Dollar, im Moment halt bei 15 Dollar. Das Projekt sehr gut, vor allem wenn die dezentrale Exchange Plasma kommt, wird es auf jeden Fall, denke ich, einen Schub geben, weil dezentrale Exchanges werden auf jeden Fall in der Zukunft immer mehr gefragt sein. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video ganz grob und einfach erklären, was OmiseGo und vor allem Omise vorhaben und dieses Projekt für einen Use Case bei den Menschen, vor allem in Südostasien, hat. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Überblick und könnt das besser ein bisschen einschätzen. Noch ein kleiner Hinweis, ich habe ein Verge-Gewinnspiel noch am Laufen bis zur nächsten Marktanalyse. Klickt einfach dafür auf die letzte Folge der Marktübersicht und Analyse, da kündige ich das nochmal an. Wenn ihr damit teilnehmen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr euch das Video gefallen hat und ein Abo da, wenn ihr keine neuen Folgen mehr verpassen wollt. Bis dahin und ciao.